Willkommen beim GoToMeeting Schnellstart Video. In diesem Tutorial wollen wir Ihnen kurz zeigen, wie Sie schnell und einfach ein Meeting planen, Teilnehmer einladen und Ihr Meeting beginnen. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie jederzeit mit einem Klick auf das GoToMeeting-Symbol in der Taskleiste auf die Shortcuts im GoToMeeting-Menü zugreifen. Wenn Sie Ihr Meeting sofort starten wollen, rechtsklicken Sie auf das Symbol und wählen Sie jetzt treffen. Übermitteln Sie die Meeting-ID und sobald Ihre Teilnehmer sich angemeldet haben, kann das Meeting beginnen. Um ein Meeting für einen späteren Zeitpunkt zu planen, rechtsklicken Sie auf das GoToMeeting-Symbol und danach auf die Schaltfläche Meeting planen. Wählen Sie einen interessanten Titel und geben Sie Datum und Uhrzeit des Meetings an. Verwenden Sie die Option wiederkehrende Meetings, wenn das Meeting regelmäßig abgehalten wird, zum Beispiel für wöchentliche Teamsitzungen. Entscheiden Sie als nächstes, welche Audio-Option Sie den Teilnehmern bieten wollen. Integriertes Audio ist bei GoToMeeting im Preis inbegriffen und verursacht keine Extrakosten. Sie haben die Wahl zwischen drei Optionen. Wenn Sie nur VoIP bereitstellen, verbinden sich alle Teilnehmer über das Internet. Dazu benötigen Sie Computer, Mikrofon und Lautsprecher. Die Verwendung von VoIP ist für alle Teilnehmer kostenlos. Mit Auswahl der Option nur eine Telefonkonferenznummer bereitstellen, nehmen alle Teilnehmer, Sie selbst eingeschlossen, ausschließlich per Telefon am Meeting teil, indem Sie eine gebührenpflichtige Telefonnummer wählen. Den Teilnehmern werden damit die üblichen Gesprächsgebühren von Ihrem Telefonanbieter berechnet. Wir empfehlen Ihnen als beste Alternative die dritte Option auszuwählen. Auf diese Weise können alle Teilnehmer selbst entscheiden, wie sie am Meeting teilnehmen wollen. Klicken Sie auf Länder bearbeiten, um weitere internationale Telefonkonferenznummern bereitzustellen, soweit diese aktuell verfügbar sind. Falls Sie einen anderen Konferenzdienstanbieter nutzen wollen, HiDef Conferencing eingeschlossen, wählen Sie die letzte Option und geben Sie die entsprechenden Telefonkonferenzdaten ein. Klicken Sie abschließend auf Planen. Damit wird das Meeting innerhalb der GoToMeeting-Software gespeichert. Alle Meeting-Informationen werden für Sie angezeigt, sodass Sie sie einfach und bequem kopieren und in Ihre Anwendung einfügen können, zum Beispiel in Terminkalender, E-Mail-Einladungen, Webseiten oder Instant-Message-Anwendungen. Wenn Sie Microsoft Outlook oder Lotus Notes verwenden, wird automatisch eine E-Mail erstellt. Wählen Sie einfach Teilnehmer aus Ihrem Adressbuch oder aus einer E-Mail-Verteilerliste aus und verschicken Sie eine Einladung. Unter Meine Meetings werden alle geplanten Meetings mit Titel, Datum, Uhrzeit und Meeting-ID aufgelistet. Hier können Sie weitere Teilnehmer einladen, Meetings bearbeiten oder bereits geplante Meetings löschen. Falls Sie die Meeting-Informationen ändern wollen, klicken Sie auf Bearbeiten, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern. Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen damit nur innerhalb der GoToMeeting-Software gespeichert sind. Also vergessen Sie nicht, Ihre Teilnehmer zu benachrichtigen. Wenn es an der Zeit ist, Ihr Meeting zu beginnen, rechtsklicken Sie auf das GoToMeeting-Symbol und danach auf die Schaltfläche Meine Meetings. Wählen Sie das entsprechende Meeting aus der Liste und klicken Sie auf Starten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte support.gotomeeting.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit GoToMeeting.